Ja, hallihallo und ich heiße euch herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione. Ich werde das Ganze heute mal antesten. Noch ist es ja Early Access. Ja, ich habe mir es trotzdem geholt. Wer jetzt nicht weiß, was Early Access heißt. Das heißt, das Spiel ist noch nicht fertig. Bei weitem noch nicht fertig. Es erscheint also später, in dem Falle glaube ich erst im Februar 2019. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Und ja, im Moment gibt es nur ein Fahrzeug. Das seht ihr hier, den Lamborghini Huracan GT3. Und auch nur eine verfügbare Strecke, nämlich den Nürburgring. Warum habe ich mir das jetzt gekauft, wenn es doch nur ein Auto und eine Strecke gibt? Wird jetzt wahrscheinlich von vielen die nächste Frage sein. Ganz einfach, im Moment kostet das Spiel 25 Euro. In den Folgemonaten wird mehr Content hinzukommen, also neue Fahrzeuge, neue Strecken, neue Spielmodi und so weiter. Und wenn das Spiel dann fertiggestellt ist und offiziell erscheint, kostet das Ganze 55 Euro. Ich habe in dem Moment also 30 Euro gespart und bekomme dann trotzdem zum Release das volle Spiel, ohne da nochmal was dafür bezahlen zu müssen. Deshalb sollte jeder, der mit dem Spiel liebäugelt und sich das holen will, jetzt darüber nachdenken, eventuell die Early Access Version zu kaufen. Early Access heißt auch, dass ich als Spieler auf die Entwicklung des Spiels noch ein bisschen einwirken kann. Ich kann also mein Feedback geben, kann sagen, okay, bei mir läuft jetzt das und das nicht, eventuell mit der Hardware oder ähnliches. Und der Entwickler kann halt dann noch drauf eingehen und das Ganze fixen, wenn es dann wirklich ein bestehendes Problem mit dem Spiel ist und nicht mit meinem Computer zum Beispiel, ne? Was habe ich heute vor? Ich will einfach mal ein kleines, ich nenne es jetzt mal Vergleichsvideo machen. Und zwar will ich mir mal anschauen, wie ist die Grafik generell? Wie ist das Spielgefühl mit dem Auto? Ja, und was hat sich da im Gegensatz zu Assetto Corsa 1 getan? Ich werde jetzt als erstes mal ein paar Runden hier auf dem Nürburgring in Competizione fahren. Mit dem Lamborghini. Dann werde ich das Ganze in Assetto Corsa 1 machen, denn hier gibt es die Fahrzeugstreckenkonstellation auch. Und als drittes werde ich das Ganze in Project Cars 2 machen, denn auch hier gibt es dieses Fahrzeug auf dieser Strecke. Strecke natürlich, aber auch das Fahrzeug. Ich werde einmal bei Tag fahren, einmal bei Nacht fahren und einmal im Regen fahren. Und ja, es soll jetzt kein Vergleich zwischen den drei Spielen werden. Was ist jetzt das beste Spiel, was ist das schlechteste Spiel? Ja, sowas mache ich nicht, weil das ist einfach Geschmackssache von jedem. Ja, der eine mag das bisschen Arcade-lastigere, wie zum Beispiel in Project Cars 2. Der andere mag wieder das Simulationslastige von Assetto Corsa. Ja, das soll jetzt also nicht kein Vergleich zwischen den drei Spielen sein. Nur um einfach mal zu sehen, wie sich denn hier die Grafik entwickelt und der Sound. Ja. Und einfach mal zu schauen, was uns hier erwartet. So. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe mal, die Einstellungen sollten jetzt eigentlich so passen. Denn das hatte ich schon im Voraus mal eingestellt. Ich habe jetzt einfach mal den Custom-Schwierigkeitsgrad gewählt, weil Gegner haben wir jetzt hier im Moment sowieso nicht. Von daher. Ist das jetzt auch egal? Gut, ich könnte es ja sogar noch mal umstellen. Ich gucke jetzt mal, Moment. Stellen die Optionen. Relativ vorsichtig halten. Ich hoffe mal, der erkennt jetzt mein Lenkrad.
Green light, give it all you can. Es scheint so. Ja, können wir gleich mal einen Soundtest machen. Ich setze einfach mal mein Headset auf, damit ich das Ganze mal ein bisschen besser hören kann. Moment, das geht jetzt natürlich mit Rennhandschuhen sehr schlecht. Da. Ist klar. So. Gut, jetzt habe ich den Ingame-Sound ein bisschen besser auf den Ohren und nicht nur mein Gequatsche nebenbei. Okay, der klingt gut. Der klingt gut. So, ich wechsle dann die Perspektive, keine Angst. Ja, der hat schon was, ne? Der hat schon was. In der Außenperspektive lässt sich jetzt natürlich sehr schwer fahren, ne? Klar. So. Nice. Meine Streckenkenntnis hier beschränkt sich im Übrigen auf ich erahne die Kurven, ne? Also bitte nicht wundern, dass ich hier jetzt keine besonders gute Zeit hinlege. Aber, also von der Grafik her muss ich sagen, es sieht gut aus. Ich habe jetzt auch kein wirkliches Ruckeln oder ähnliches. Wo ich jetzt sagen würde, die Performance wäre jetzt mega schlecht oder so. Kann ich jetzt, uiuiui. Kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt natürlich auch am Setup nichts geändert, ne? Also es ist jetzt Standard-Setup. Beim Fahrzeug. Fährt sich ziemlich gutmütig, muss ich sagen. Gut, ich bin auch bis jetzt noch nicht wirklich an die Grenzen des Fahrzeugs gegangen, ne? Kurve hätte ich jetzt fast verpasst. Ja, doch, das Fahrgefühl ist ziemlich gut. Oh Gott, das war zu spät. Das war zu spät. Das auch. Ja, also mit dem Fahrzeug an die Grenzen zu gehen, ist schon nicht so einfach. Oh Gott. War viel zu wenig gebremst. Oh je. Okay, wollen wir mal nicht ganz so... Ja, wie gesagt, Streckenkenntnis ist hier gleich null bei mir eigentlich. Also Nürburgring bin ich nicht wirklich oft gefahren. Aber ich muss sagen, es bricht sehr wenig aus. Also ich habe jetzt noch nicht viel gemerkt, dass irgendwie das Heck recht kommt oder so, also. Oh Gott, das war wieder viel zu spät.
Ja, kann sich sehen lassen. Ja, es geht auch im dritten relativ gut. Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft, das Fahrzeug ausbrechen zu lassen, ne? Well done, mate. That's my fastest lap. Ja, fastest lap. Das war jetzt was. Oh Gott, hier muss man viel eher anbremsen mit dem Auto, ne? Uiuiui. Also ich habe hier massives Untersteuern, also da müsste man natürlich jetzt massiv was am Setup machen noch, ne? Ist klar. Ja, aber... Oh Gott. Ja, einmal von der Strecke gekommen, da ist er dann nicht mehr so gutmütig. Uiuiui. So, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Uiuiui. Ah, jetzt kam das Heck rum. Also, es funktioniert doch. Es funktioniert doch. Es funktioniert doch. Well done, mate. This has been your personal best. Gut, ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an. So, stellen wir mal schnell um, und zwar das Wetter. Nee, das Wetter nicht. Achso, ich kann... Nee. Kann ich hier irgendwo die Tageszeit einstellen? Moment. Machen wir mal 0 Uhr. So. Ich würde sagen, Nice. Meine Perspektive behält er natürlich nicht bei. Ja. Ja, die Lichteffekte sind schon cool. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Das Ganze jetzt bei Nacht ist für mich natürlich noch ein Tacken schlimmer, weil, ja, wie gesagt, Streckenkenntnis
nicht vorhanden. Huiuiui. Weitsicht natürlich dementsprechend eingeschränkt, ist klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Scheinwerferwinkel, der könnte noch ein bisschen weiter sein. Dass man zumindest den Rand sieht. Also sprich die Curbs. Denn ich habe hier schon gerade arge Übersichtsprobleme. Insbesondere was den Streckenrand betrifft. Das ist schon ziemlich... ziemlich ungünstig. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, muss. Oh Gott. Also man sieht halt echt herzlich wenig, wenn man nicht wie hier gerade einen gut beleuchteten Teil der Strecke hat. Dann sieht man hier echt gar nichts. Wir sind, meine Güte, die Kurve, ne? Ja, wie hier zum Beispiel. Sieht den Kurveneingang ziemlich spät. Ich kann halt natürlich auch nicht beurteilen, wie es jetzt halt mit dem realen Auto ist, ne? Da ist ja logischerweise noch nie drin. Aber es ist... also hier ist es zum Beispiel, wo jetzt eine absolut unbeleuchtete, ein unbeleuchteter Abschnitt der Strecke ist, ist es halt echt schwer zu sehen. Und war ein Gang zu weit runter, egal. Nun gut. Warten wir einfach mal ab, ob sich da eventuell noch was tut. Beziehungsweise wie es dann bei den anderen Spielen aussieht. Wie gesagt, das ist also der Lichtkegel ist in meinen Augen ein bisschen zu schmal, ne? Also könnte ein bisschen breiter gefächert sein. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich auch nicht, wie es beim realen Fahrzeug aussieht. Ja. Keine Ahnung, ich bin noch kein Lamborghini gefahren. Wird wohl auch nicht passieren. Gut, schauen wir uns das Ganze einfach nochmal im Regen an. Natürlich tagsüber, ne? Also ich fahre jetzt nicht im Regen nachts.
gehe jetzt einfach mal auf Medium Rain. Ich denke, das passt so. Dazu werde ich allerdings auch mal das Setup ändern, denn ich glaube, der hat nicht automatisch jetzt Regenreifen drauf. Hoffe ich, denke ich. Also ich hoffe, er hat sie automatisch, aber... So, ich hoffe mal, der hat das jetzt eingestellt. Wir werden es gleich erfahren. Right, here we go. Go, go, go. Wie gesagt, ich hoffe mal, der hat das Setup jetzt übernommen. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich hätte können... das Ganze selbst richtig übernehmen. Ja, es scheint so. Also im Moment kommt mir das ehrlich gesagt so vor, als habe ich im Regen mehr Grip als auf dem Trockenen. Oder ich gewöhne mich einfach langsam an die Strecke, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ist jetzt noch nicht allzu viel Wasser auf der Strecke. Aber es ist ja auch Medium Rain. Ich weiß nicht, ob es da noch Heavy Rain oder so dann gibt, wo die Strecke richtig schwimmt. Aber im Moment komme ich gerade irgendwie besser klar als im Trockenen. Seltsam. Ah, hier bin ich jetzt ein bisschen rausgerutscht. Aber so wirklich rutschig fühlt sich jetzt nicht an. Auch hier nicht. Selbst in der Haarnadelkurve nicht. Wie gesagt, es kann natürlich jetzt auch die Setup-Änderung sein, ne? Okay, da ist er doch gerutscht. Aber er hat doch nicht ganz so viel Grip gehabt. Ja, auch hier ein bisschen, okay. Aber wie gesagt, es fühlt sich jetzt nicht wirklich rutschig an, dass ich jetzt sagen müsste. Ich habe jetzt rechtes Aquaplaning oder so.
könnte ich jetzt nicht behaupten. Ich kann auch relativ früh aufs Gas gehen. Ohne jetzt recht. Probleme zu haben. Da kam der Arsch allerdings ganz schön. Oh Gott, das war zu spät. Das war zu spät. Wir fahren mal noch eine Runde. Ja, diesmal war die Kurve besser. Muss man relativ früh anbremsen. Ja, hier kam jetzt ein bisschen das Heck rum. Oh, die Kurve. Alter. Die ist steiler, als sie aussieht, ne? Ah. Uiuiui. Ich fahre jetzt natürlich auch nicht in der Cockpit-Perspektive, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie die Regeneffekte sind. Ich werde dann aber auf der Geraden mal schnell in die Cockpit schalten, um uns das Ganze auch mal anzusehen. Okay, das war zu spät. So, gucken wir mal. Okay, ja, gut. Effekte auf der Scheibe jetzt, ja. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht so überwiegend, sag ich mal. Aber wie gesagt, das ist auch nur mittlerer Regen, ja. Also von daher. Gut. Ja, ich. Cockpit-Perspektive ist nicht so meins. Sehe ich halt meistens gar nichts. Halt mal auf Null, danke. Gut. Also, erster Eindruck. Fahrgefühl ist gut. Ja. Ich kann es jetzt natürlich nicht vergleichen, wie realistisch das Ganze ist. Ja. Von der Grafik her, von der Strecke her, finde ich es gut. Soundtechnisch auch. Kann man eigentlich nicht meckern. Und ja, warten wir mal ab, bis das nächste Fahrzeug erscheint, der nächste Content. Und dann schauen wir weiter. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Assetto Corsa 1 fahren und nochmal in Project Cars 2, um da mal einen Vergleich zu haben. Wir sehen uns also gleich bei Assetto Corsa 1. Ja, da sind wir zu Assetto Corsa, dem ersten Teil. Und ja, gleiches Fahrzeug, gleiche Strecke, auch wenn ich hier jetzt ein bisschen eine andere Lackierung habe. Aber egal. Ja, ich werde jetzt mal ein, zwei Ründchen drehen, nur um da mal einen Vergleich zu haben. Auf geht es.
weiß gar nicht, was jetzt hier Perspektive ändern war. Irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe. Oh Gott, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ja keine Streckenkarte. Schlecht. Steuerung ist jetzt ein bisschen direkter, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich auch mein Lenkrad-Setup bei Kompetitionen noch ein bisschen anpassen muss. Das noch nicht ganz so optimal ist. Ich habe auch hier jetzt Standard-Setup. Und in etwa die gleichen Wetterbedingungen. Das Auto fühlt sich aber wesentlich stabiler an. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Probleme, muss ich zugeben. Fühlt sich ein bisschen besser an. Wie gesagt, ich kann mir natürlich jetzt kein Urteil darüber bilden, was jetzt realistischer ist, ne? Dazu müsste ich wissen, wie sich das echte Auto fährt, und wie gesagt, das werde ich nie erfahren. Ja, doch. Wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht gerade. Okay, also muss man sich doch ein bisschen, wenn man Assetto Corsa 1 gewöhnt ist, ziemlich umgewöhnen zu Teil 2. Ist dann doch vom Fahrverhalten her ein bisschen anspruchsvoller. Aber wie gesagt, ist natürlich auch immer eine Frage des Setups bei dem Ganzen, ne? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der sich beim Schalten hier ein bisschen gutmütiger verhält. Na gut, dann fahren wir dann mal noch eine Runde bei Nacht. Bei Nacht und Nebel. Vom Sound her könnt ihr euch dann selbst ein Urteil bilden, was euch besser gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Sound hier fast ein bisschen klarer. Ein bisschen satter, aber kann täuschen.
Gut. Machen wir das Ganze mal noch bei Nacht. Ich hoffe mal, ich kann das in der Box jetzt ändern. Nö, kann ich nicht. Gut, dann muss ich hier mal kurz raus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich einen schwarzen Bildschirm haben, denn aus irgendeinem Grund nimmt OBS bei mir das Menü nicht auf. Fragt mich, warum. Ich kann jetzt die Tageszeit natürlich auch nur auf 18 Uhr stellen. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Nee, also ich kann hier tatsächlich anscheinend weder nachts einstellen noch Regen. Ehrlich gesagt, finde ich jetzt sehr schade. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir gleich zu Project Cars 2. Da geht's auf alle Fälle. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es hier in einem anderen Spielmodus andere Tageszeiten bzw. Wetterbedingungen gibt. Nee, gut, auch da kann ich nur maximal 18 Uhr und beim Wetter stark bewölkt eingeben. Gut, schade drum. Wir haben jetzt trotzdem mal einen kleinen Vergleich gesehen bei trockenem, sonnigem Wetter. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zu Project Cars 2. So, da sind wir wieder bei Project Cars 2. Als erstes natürlich am Tag und beim sonnigen Wetter, bei sonnigem Wetter. Und ja, wieder eine andere Lackierung, aber gleiches Fahrzeug. Auch hier habe ich jetzt nichts am Setup des Fahrzeugs verändert. Mache ich auch nicht. Ich würde einfach sagen, los geht's. Remember, take it easy on these tires and get some heat into them. Don't push too hard, too early. Ja, ja. Ups, jetzt habe ich gleich eine Verwarnung bekommen. Egal. Es fühlt sich von Anfang an gleich ein bisschen träger an, das Auto. Ui. Wow. Bricht auch wesentlich schneller aus. Wesentlich instabiler. Da habe ich noch gesagt, das ist ja Arcade-lastiger, ne? Was als erstes auffällt, also mir zumindest auffällt, dass die weißen Streifen, die Streckenbegrenzungen, dann ein bisschen eckiger sind. War, glaube ich, ein bisschen besser bei den Assetto Corsa-Spielen.
Aber das war ja schon ein großer Kritikpunkt an Project Cars 2 allgemein. Mal gucken, wie es dann nachts aussieht. Oh! What the fuck? Strecke hier ein bisschen anders, anders abgesteckt, also anders abgesteckt nicht, aber Wiedererkennungswert ist da. Ne, wie gesagt, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Uiuiui. Wo ihm die Grafik besser gefällt. Was hier auffällt, die Lichteffekte. Ja, dieses Blenden da durch die Sonne, was ich da habe. Das hatte ich bei Assetto Corsa zum Beispiel nicht. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen umgewöhnt mit dem Fahrzeug. Jetzt klappt das Ganze wieder. Bis jetzt war in Competizione das Fahrzeug am schwersten zu steuern für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Assetto Corsa 1 und auch hier bei Project Cars 2 fällt mir das Ganze wesentlich leichter. Aber das ist eine Umgewöhnungssache. Nice. Hier geht die Kurve auch ganz gut im dritten Gang. Gut. So, hier gibt es aber definitiv nachts und auch Regen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, dazu muss ich auch hier mal rausgehen, um das Ganze zu ändern. Da. So, ich glaube, es hätte jetzt nichts ausgemacht, dass ich im Winter gefahren bin, oder? Egal. Auf geht's. Einmal nachts, bitte. Ich hoffe mal, ich habe das eingestellt, dass das Licht automatisch angeht beim Fahrzeug. Denn ich habe jetzt keine Ahnung, welche Tastenbelegung ich habe, um das Licht anzuschalten. Ja, es ist an. Und hier sieht man schon, dass das Ganze ein bisschen mehr gefächert ist, also dass der
Rand links und rechts ein bisschen mehr beleuchtet ist. Ja. Also ist es dann wohl doch beim realen Fahrzeug. Ja gut, man weiß es halt nicht, ja, wie realistisch das hier ist. Aber ich finde das ja wesentlich besser, denn hier sieht man auch die Straßenbegrenzung dann wesentlich besser. Fand ich bei Competition jetzt nicht so übersichtlich, ganz ehrlich. Gucken, wann der komplett dunkle Abschnitt kommt. Wenn sie es denn hier so beibehalten haben. Von der Beleuchtung her. Ich glaube, das war die Kurve hier, ne? Ja, wesentlich bessere Übersicht meiner Meinung nach. Oh Gott. Habe ich jetzt ein bisschen mehr auf die Umgebung geachtet als auf die Strecke. Na, das war ein bisschen gut gemeint. Ich dachte, ich krieg die Schikane ein bisschen schneller. Aber wohl nicht. Aber wie gesagt, das Scheinwerferlicht hier wesentlich besser gelöst als bei Assetto Corsa. Gut, dann schauen wir uns das Ganze noch im Regen an, wie da die Effekte sind. Bleibst du mal stehen und rollst bitte nicht, danke. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Achso, ja, Moment. So, machen wir mal 13 Uhr. Mal gucken, ob sich jetzt am Fahrverhalten hier mehr ändert. Als bei Assetto Corsa. Wo das Auto ja doch bei Regen sogar besser auf der Straße lag. See how the car handles in these wet conditions. We can make some changes to make the car easier to drive. Ja, aber auch hier merke ich jetzt nicht viel von Aquaplaning und ich habe jetzt ziemlich hart gebremst, muss ich sagen. Nö, also da hätte ich müssen jetzt eigentlich mehr als abfliegen, aber gut. Mit Absicht mal viel zu spät gebremst bei dieser Kurve und bin trotzdem
relativ gut um die Kurve gekommen. Aber ich glaube, hier kann ich dann mal die Perspektive ändern. Und das Ganze mal aus der Außenperspektive zeigen. Fahren wir die Runde mal zu Ende. Ich fahre mal noch eine Runde, um eine Rundenzeit zu haben. Nur mal aus reiner Interesse. Wie die Rundenzahl hier im Regen aussieht. Die Rundenzeit hier im Regen aussieht. Ah, gut, jetzt ist es sogar ein bisschen gerutscht. Ist auch wesentlich mehr Wasser auf der Strecke wie vorhin. Also langsam kommt doch das Aquaplaning dann. Wenn man zu viel will. Man merkt aber auch, dass ich auch als Project Cars 2 länger nicht mehr gefahren bin. Na, Glück gehabt. Glück gehabt. Ah, da rutscht er schon ganz schön raus. So, wo war jetzt Perspektive wechseln? Da. Ganz mal in der Außenperspektive. Auch mal rein für den Sound. In der Außenperspektive mit Lenkrad zu fahren ist natürlich absolut abartig. Klingt aber gut. Ich fahre, glaube ich, gerade. Nee, wollte gerade sagen, fahre, glaube ich, gerade schneller wie aus der normalen Dachperspektive. Aber gut. So. So viel zum Thema Project Cars 2. Was dieses Flimmern da. Hoppla.
an der Seite ist, das kann ich euch jetzt im Moment gerade nicht sagen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines Bild davon machen, welches Spiel für euch vielleicht das angenehmere ist, beziehungsweise wo euch die Grafik besser gefällt oder schlechter gefällt oder was auch immer. Und wir warten mal ab, was Kompetitionen noch bringt mit den nächsten Updates und den neuen Fahrzeugen und so weiter. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht zum nächsten Video, wenn dann neuer Content erschienen ist. Bis dahin, tschüss!